So, liebe Freunde des gepflegten Sim Racing, es ist da mein neues Podium Advanced Pedal Module für mein Formula V2 Fanatec Lenkrad. Geht übrigens auch für andere GT-Lenkräder. Wir werden es miteinander einbauen. Ich hoffe, ich kriege das als Grobmotoriker ohne größeren Schaden zu nehmen einigermaßen hin. Wir werden es ausgiebig miteinander testen und los geht's nach dem Intro. Ja, kommen tut das Ganze in der schicken braunen Verpackung von UPS. Was braucht man zum Einbau? Einmal einen Imbusschlüsselsatz und einmal Schere, damit man den Karton überhaupt aufkriegen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Dann machen wir sie mal auf, das Schmuckstück. Und da ist es. Podium Advanced Pedal Module von Fanatec. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann gucken wir mal rein. Kleine Beschreibung ist dabei. Mit dem Paket sind zwei verschiedene Größen an Shiftern. Dann diese Zusatz, ich sage jetzt mal Schalter, die man bedienen kann, belegen kann. Und dann eben im unteren Bereich dieser komplette Shifter als solches. Und da sind schon angebaut diese goldenen, was dann eben die Clutch wird, ne? Diese Double Clutch. Und die ist eben schon angebaut, da braucht man also auch nichts mehr machen. Und alles, was dann eben oben hinkommen soll, das kann man frei belegen und frei konfigurieren und auch eben benutzen, was man eben gerne möchte an Schaltern. Eben im GT-Bereich zum Beispiel eher die längeren Wippen und dafür halt dann nur unten die Clutch. Im Formel-1-Bereich die kürzeren Wippen mit eben oben dann noch zwei zusätzlichen Schaltern, wo man als Beispiel DRS oder Überholen oder dergleichen drauflegen kann, frei belegbar. Es sind also auch im Paket alle benötigten Schrauben mit dabei und zwei Imbusschlüssel. Den Imbusschlüsselsatz allerdings, den braucht man dann, das seht ihr auch später, um eben an der Seite die alten Shifter zu demontieren. Wir möchten unser Lenkrad als Formel 1 Variante konfigurieren. Wir fahren zwar auch GT3, aber in erster Linie mal Formel 1 und deshalb die kleinen Shifter, die ich gerade rausgelegt habe. Und dazu dann die zusätzlichen Schalter oben, die man als DRS und Überholen zum Beispiel belegen könnte. Aber das kann man eben frei in der Software, jetzt in unserem Fall der F1 2021, frei belegen. Ja, dann legen wir mal los und schrauben schon mal den ersten Teil einfach zusammen. Das heißt, wir bringen zuerst mal sämtliche Schalter, für die wir uns entschieden haben, an dem Pedal-Modul an. Groß erklären, glaube ich, braucht man das jetzt nicht. Das ist relativ selbsterklärend. Das sind so kleine Versenkungen in den Schaltern drinnen, sodass sich eben die Köpfe der Muttern in diese Versenkungen einschmiegen, dass da nichts drüber raussteht. Und das einfach der Reihe nach anschrauben. Das ist auch in der Bedienungsanleitung, die downloadbar ist, relativ schön erklärt, so dass es sogar ich verstanden habe. Und ich bin eher, was Handwerk angeht, so ein bisschen einer mit zwei linken Händen, aber das habe ich auch hinbekommen. Also relativ einfach sogar. Die Zeit hat es in Anspruch genommen. Ich habe jetzt für den gesamten Umbau circa 20 Minuten gebraucht ungefähr.
Ja, dann sind wir da auch mit der zweiten Seite fertig und haben somit im Endeffekt beide Module für einen Einbau am Lenkrad vorbereitet. So, dann holen wir mal unser Schmückstückchen dazu. Formula V2 Fanatec Lenkrad. Und da bauen wir das jetzt ein. Schaut da drauf, dass das Lenkrad irgendwo einen sicheren Stand hat. Manche nehmen da sogar aus der Originalverpackung von Fanatec, wo das Lenkrad eingepackt war, diese Styropor-Einlagen raus und legen da das Lenkrad drauf. Bei mir ging es jetzt auch so. Also wichtig ist einfach nur, dass halt nicht runterfallen kann, dass es halt einen sicheren Stand hat und nicht ewig umeinander rutscht. Die unteren beiden Schrauben waren jetzt in dem Fall aufgeschraubt, um hinten die Abdeckung für die Verkabelung entfernen zu können. Bei mir sind die jetzt neben der Pause-Taste und neben der unteren linken Taste, habt ihr schon gesehen, die einfach losschrauben und dann hinten eben diesen Deckel abziehen. Und von dort an gelangt er dann eben zu diesen Kabeln, die auf der Platine stecken. Da müsst ihr jetzt eben die alten vom alten Shifter rausziehen. Da braucht ihr nicht großmächtig was beachten. Also die sind nicht verklemmt oder da ist auch kein so Schnappverschluss dran, sondern die einfach wirklich rausziehen, so ein bisschen mit leichtem Wackeln. Aber immer vorsichtig sein, bitte. Nicht, dass der da von der Platine, ich bin da echt vorsichtig, nicht von der Platine irgendwas mit rausreißt. Also da halt eher so ein bisschen zaghaft links und rechts und nach oben einfach rausziehen dann. Und da kommt jetzt eben der Imbusschlüsselsatz zum Tragen, den ihr braucht, wo ich vorhin angesprochen habe. Der größere der beiden mitgelieferten passt nämlich einfach nicht. Das heißt, ihr braucht hier einen 4,5 mm Imbusschlüssel. Ist ein bisschen abhängig vom Imbusschlüsselsatz, den ihr habt. Bei mir war es der drittkleinste, glaube ich, der da in dem Set eben drinnen war. Ja, und da schreibt er einfach an der Seite, da schraubt er eben an der Seite diese beiden Schrauben auf, mit denen der alte Shifter befestigt war. Und das macht er sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Und dann wird es ein bisschen tricky, denn wenn man es nicht weiß, dann sucht man sich dann Wolf. Und zwar sind da eben an dem alten Shifter zwei noch versenkte Schrauben, die eben mit dem Lenkrad verbunden sind und die man lösen muss, um diesen Shifter halt zu entfernen und auch die Verkabelung zu entfernen. Und dazu muss man mit dem Imbusschlüssel also nach oben durch die Öffnung an die Schrauben rangehen und die halt eben aufschrauben. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen gesucht, weil ich es nicht direkt wusste, aber das ist nicht unbedingt Maß der Dinge. Wie gesagt, ich habe handwerklich zwei linke Hände. Jemand, der da einigermaßen fit ist, der schaut da hin und weiß das wahrscheinlich. Für alle die, die es nicht wissen und denen es ähnlich geht wie mir, da nur drauf hingewiesen. Also die sind etwas nach unten versenkt und da muss man eben mit dem Imbusschlüssel nach innen reingehen und dann greift auch der Schlüssel in der Schraube direkt. Da eben dann alle Schrauben aufschrauben und dann den alten Shifter nach außen ziehen, da ein bisschen aufpassen, nicht dass sich das Kabel mit dem Stecker irgendwo an der Platine verheddert. Also da einfach mit so ein bisschen Feingefühl nach oben hin rausziehen und dann seht ihr schon, dann ist der Stecker im Endeffekt auch raus. Das macht er auch wieder natürlich auf beiden Seiten und dann ist zumindest der Abbau soweit schon mal erledigt. Jetzt geht's dran, dann den neuen Shifter zu verbauen. Dazu steckt er dann einfach erstmal das Kabel wieder durch, sodass das eben von oben nach unten Richtung Steckmöglichkeit auf der Platine eben halt angebracht wird.
Dazu müsst ihr ein bisschen rumnackeln, ein bisschen rumschauen, dass es halt eben einfach am besten gerade nach unten rauskommt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Gepfriemel für mich als Grobmotoriker, enorme Herausforderung. Aber ich hab's geschafft. Ja, nachdem da das Kabel jetzt eben durchgezogen ist, dann geht's eben jetzt ans Verschrauben. Dazu könnt ihr dann entweder die alten Schrauben nochmal hernehmen oder das sind eben die mitgelieferten dabei, die sind so ein bisschen blau unterlegt und die sind eben für den neuen Shifter gedacht, da durchstecken und festschrauben. Auch da ist ein bisschen Gepfriemel, weil das Kabel nämlich auf der unteren Schraube direkt über die Schraube geht, also da muss man ein bisschen schauen, dass man die eben gescheit durchbekommt und dann eben halt auch mit dem Imbusschlüssel, mit dem, ich glaube, das ist sogar der mitgelieferte, das weiß ich jetzt nicht. Einfach ausprobieren und dann eben, wie gesagt, den neuen Shifter verschrauben. Da auch natürlich wieder auf beiden Seiten, klar. Ne? Also nicht, ist selbsterklärend. Nachdem dann der neue Shifter komplett verschraubt ist und fest am Lenkrad sitzt, also der dürfte auch ruhig ein bisschen anziehen. Natürlich nicht zu arg, noch fest kommt ab, habe ich mal sagen lassen. Aber darf schon gut halten, ne? Sagen wir es mal so. Ja, dann geht es auf jeden Fall ans Verkabeln. Der linke Shifter kommt in die linke Steckmöglichkeit und der rechte in die rechte. Meines Wissens nach ist das auf der Platine aber sogar nochmal beschriftet mit Left and Right, also sollte auch selbsterklärend sein. So, wenn die Stecker fest drinnen sitzen, dann könnt ihr die Abdeckung wieder drauf machen, dazu wieder die Originalschrauben hernehmen, mit einem kleinen Imbusschlüssel dann festziehen und dann ist der Einbau als solches erledigt. Wir sind live im Cockpit dabei, also live nicht ganz, ne? Ist ja Aufzeichnung. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Steuerung, Vibration und Force Feedback, da gehen wir jetzt mal rein. Da habe ich schon mal ein bisschen was angelegt, allerdings muss ich das, glaube ich, umändern, weil ich nicht der S auf der vorderen Wippe haben möchte, weil ich nach wie vor auf meinen alten Tasten lassen, da tue ich mir trotzdem irgendwie leichter. Was ich allerdings auf die vordere legen werde, ist einmal im Bereich MFA-Shortcuts des Boxengassen-Setup. Das lege ich mal auf den vorderen Stick, auf dem oberen. Na, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Und die Motorenzustandsanzeige bzw. Vielleicht mal die Motorenzustandsanzeige, genau. Lege ich mal auch auf dem oberen Schadensanzeige und Temperatur und so, das lasse ich alles beim alten. Wenn ihr vorher schon Fanatec genutzt habt, dann braucht ihr da eigentlich nichts verändern beim Hochschalten. Ansonsten könnt ihr das natürlich machen. Was ihr wichtig belegen müsst, ist die Kupplung. Da müsst ihr drauf gehen und da ist wurscht, ob ihr den rechten oder den linken drückt. Das ist beides als 0 belegt. Codemasters, weiß ich nicht, unterstützt es auch nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber vielleicht bin ich ja einfach ein bisschen zu doof dazu. Wir gehen gleich mal rein. Und jetzt ist es wichtig, das zeige ich euch gleich nochmal am Lenkrad, dass ihr eure Kupplung entsprechend einstellt. Das heißt,
Ihr liegt beide Klatsch, wie sage ich da, beide Klatschtasten quasi. Zieht ihr nach hinten und dann könnt ihr mit dem Stick, mit dem rechten D-Stick oder wie der heißt, könnt ihr nach oben gehen und könnt euren Bite Point festlegen, wo ihr den haben wollt. Ich habe den jetzt mal auf 20 gelegt. Wenn ihr beides wieder loslasst, dann funktioniert es irgendwie auch so ähnlich. Ne? Wie gesagt, ihr habt das nicht so richtig hundertprozentig noch rausgefunden, leider Gottes. Muss mich damit einfach nur mal ein bisschen intensiver befassen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert beim Losfahren. So, dann starten wir mal das Rennen. Wir werden jetzt mal verschiedene Szenarien durchprobieren. Ihr zieht beide nach hinten, geht voll aufs Gas. Sobald die Ampel losgeht, geht er von einem runter und dann lasst ihr die Kupplung langsam kommen. So richtig viel hat es nicht gebracht, außer dass ich zwei Plätze verloren habe. Was ich allerdings schon mal sagen kann, der reine Schaltgefühl mit den neuen, mit dem Advanced Pedal Module ist richtig geil. Also das macht richtig Laune. Okay, gleich mal rausgedreht. Wir starten die Session Nummer 9, nicht weil es mich rausgedreht hat, natürlich nehme ich das schon zum Anlass. Jetzt werden wir mal probieren, das ein bisschen zu verfeinern. Und zwar, wenn ich jetzt beides gleichzeitig drücke und eines loslasse, ja, geht es dann schon los. Also das heißt, sobald ich von einem Stick runtergehe, fängt das Auto bereits das Rollen an. Und das müssen wir jetzt eben ein bisschen verfeinern in den Einstellungen hier. Wann fängt mein Auto das Rollen an und wann nicht? Das heißt, nochmal beide Sticks herziehen, nach unten gehen. Ich starte jetzt da mal bei, ich sage jetzt mal 10 und dann schauen wir mal, wann das Auto das Rollen anfängt. Dann probieren wir es nochmal. Ja, da fängt es auch schon an. Also das ist irgendwie komisch, weil ich möchte, dass es auch langsam anfährt und nicht hier so schnell. Vielleicht mache ich das aber in die falsche Richtung. Das heißt, ich werde jetzt nochmal bei auf 5 gehen. Da nochmal probieren. Okay, das könnte passen. Ich probiere es nochmal, so in einem Real-Life-Start quasi. Also sobald die Ampel ausgeht, gehe ich mit einer runter. Und jetzt lasse ich die andere langsam kommen. War gar nicht so schlecht. Jetzt werde ich das nochmal probieren auf ja, was habe ich jetzt gehabt? 5, glaube ich. Jetzt gehen wir mal auf 0. Ich merke da nämlich keinen großen Unterschied von den Einstellungen her. Ich weiß nicht, wie sich das auswirken soll. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach halt zu blöd. Jetzt treiben wir das mal nach oben hin auf die Spitze ein bisschen. Und zwar gehen wir mal jetzt, ich mache jetzt mal ein bisschen extremer auf 50 oder sowas. Ah, das einzeln durchklicken, das nervt auch. Drehrad funktioniert nämlich da blöderweise, glaube ich. Doch, funktioniert auch. Nee,
funktioniert nicht. Funktioniert nur, wenn beides. Ich mache jetzt mal 50. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie einen Unterschied mag. Ah, okay, okay, okay. Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Also, das heißt, das Auto hat sich jetzt bei 50 gar nicht bewegt. Jetzt geht es dann tatsächlich also an die Feindosierung. Das Auto hat sich bei 50 gar nicht bewegt. Gehen wir mal so auf 25 vielleicht. Weil es muss also, wenn ich mit einem, wenn ich einen Stick loslasse, langsam anrollen. Ja, und das macht es nett. Das heißt, auch da nochmal ein bisschen runter. Auf 20. Ja. Okay, ja gut, das war einfach scheiße gefahren jetzt, ne? Dann gehen wir mal auf 23. 22, machen wir mal 22. Weil der ist mir fast ein bisschen zu schnell weggegangen. Okay, 22 fährt er wieder nicht los. Okay. Bei 20 habe ich gesagt, ist er losgefahren. Dann probieren wir 21. Er macht da nichts. Also brauche ich tatsächlich 20, dass die Karre überhaupt losfährt. Ja, das ist, also das hätte ich mal anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, weil das einfach ja viel zu zart dann geht. Bei 20 geht er richtig gut weg schon, bei 21 fährt er gar nicht los. Also das ist mal wieder, ja, Codemasters-like, nervt mich. Ja. Ja, Kamikaze, der Wegmat, Kamikaze. Ja, okay, gut. Ich werde es jetzt mal auf 20 lassen und ich zeige es euch jetzt nochmal, wie es am Lenkrad ausschaut. So, jetzt sind wir hier quasi am Lenkrad. Ihr seht schon, hier unten ist meine Klatsch, hier ist die andere. Und um das jetzt eben einzustellen, müsst ihr ins Spiel gehen. Und müsst da beide Hebel nach hinten ziehen, die goldenen sind es, ne? Das muss ich nicht erklären. Und dann eben hier mit dem Stick nach unten oder oben drücken und könnt dann eben diese besagten Punkte anwählen, wann eben euer Auto zu fahren beginnt oder wie schnell es ansprechen soll. Und da, wie gesagt, habe ich es jetzt in verschiedenen Einstellungen probiert. Zum einen mal wirklich bei 50, der ist halt gar nicht losgefahren, bin dann runtergegangen. Jetzt haben wir ja gerade das ja miteinander durchgegangen, 25, 21 da noch nicht runtergegangen oder losgefahren. Bei 20 hat er sich da mal so langsam in Bewegung gesetzt. Da scheint es also bei mir jetzt relativ gut zu funktionieren. Ihr könnt aber das ja, noch feiner justieren, sodass es eurem Gusto entspricht. Wichtig ist wahrscheinlich, dass einfach das Auto nicht ausbricht in dem Moment, wo es losfährt. Und ja, da kann es wahrscheinlich dann einfach auch sein, dass ihr vielleicht mit 15, mit 14 oder sogar weniger besser klarkommt. Das, glaube ich, ist so ein bisschen eine Geschmackssache. Und da müsst ihr halt einfach ein bisschen versuchen, rumzuspielen und rumzutüfteln. Ne? Ja, das war's dann auch schon mit unserem kleinen Tutorial zu dem neuen
Advanced Pedal Set von Fanatec, die Erweiterung zu den Standard-Schaltwippen, die dabei sind. Fazit, alleine die zwei zusätzlichen belegbaren Tasten finde ich schon mal super. Das Schaltgefühl ist richtig geil, also das macht richtig Spaß. Es klackert nicht ganz so laut wie der Vorgänger, aber gut, das ist jetzt, ja, hat mich jetzt nicht maximal gestört. Aber das Schaltgefühl selber mit diesem Magnet-Shifter ist schon wirklich cool. Ja, Frage ist, ob das Ganze 180 Euro wert ist. Ich bereue es nicht, muss ich sagen, dass ich es gekauft habe. Man muss, glaube ich, aber da schon ja, mit sehr viel Leidenschaft und Enthusiasmus dabei sein, dass man dafür 180 Euro bezahlt. Wie gesagt, mir macht's richtig Spaß. Am Wochenende, 19. Das ist am Sonntag in 2 Wochen jetzt von heute aus gesehen. Geht es dann los mit dem nächsten Ligarennen in Spielberg Österreich. Da wird es dann mal richtig ausgiebig getestet. Wir haben auch einige Trainings noch angesetzt davor. Werde hoffentlich auch wieder live dabei. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn der uns einen Daumen hoch da lasst, wenn der uns abonniert und wenn der die Glocke bimmelt, dass der immer auf dem neuesten Stand bleibt, was Videos angeht. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Resttag und freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einklingt. Zum nächsten Mal, macht's gut. Servus.